Hey Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen süßen Valentinstags-Look geschminkt habe, dann bleibt auf jeden Fall bis nach dem Intro dran. Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute endlich mit meiner neuen Kamera. Heute gibt es ein kleines Valentinstags-Make-up-Tutorial. Genau, ich hoffe einfach mal, dass mit der Kamera alles klappt. Und ich weiß jetzt schon, dass es verspätet online kommen wird und nicht Sonntag wie um 10, weil meine Kamera sollte eigentlich schon Dienstag geliefert werden sollen und heute ist Freitag und sie kam heute erst an. Ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was ich heute machen will. Also ich habe schon so eine grobe Idee. Schminkt mir einfach mal drauf los. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich endlich von meinen Extensions lösen lassen. Weil, also die haben nur noch gefitzt, ich konnte damit nichts mehr machen, selbst ein Pferdeschwanz war kritisch, offen tragen ging gleich gar nicht mehr. Eigentlich wollten wir die ja im April reinmachen wieder, da bekomme ich dann auch endlich mal wieder eine andere Haarfarbe. Das Pink habe ich ja jetzt schon seit über einem Jahr. So, dann machen wir jetzt einfach mal so ein übelst süßes Zöpfchen und auf der anderen Seite genauso. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was meine neue Haarfarbe dann sein wird. Tönen wir dann am 5. April? Oder welche Haarfarbe findet ihr eigentlich an mir am schönsten? Also nicht wundern, falls ich irgendwie so ein bisschen schlapp wirke. Falls ich das wirke, aber ich bin gerade... Also eigentlich bin ich heute total schlapp, weil ich eigentlich eine Mittelohrentzündung habe. Und Anfang der Woche eine Bindehautentzündung hatte. Also ich war Mittwoch, Donnerstag auf Arbeit und bin Montag, Freitag und Samstag krankgeschrieben. Ja, also eigentlich bin ich den ganzen Tag schon total schlapp, bin eigentlich nur am Schlafen, aber ich bin gerade mega happy, dass meine Kamera endlich da ist und ich mein erstes Video damit aufnehmen kann. Deswegen bin ich wahrscheinlich gerade ein bisschen aufgedrehter als sonst. Strähne ein. Okay, dann fangen wir mal mit dem Make-up an. Feuchtigkeitscreme habe ich schon drauf gemacht. Sollte man auch, wenn man glowy und frisch aussehen möchte. Jetzt benutze ich erstmal den Catrice Prime and Fine oder so Primer. Ich kann es nicht wirklich lesen, da ist ein Preisschild drauf. Dadurch, dass ich krank bin, sehe ich irgendwie schon total rosa aus. Ich bin einfach nur komplett warm. Ich habe keinen Bock auf Fieber, ganz ehrlich. Als nächstes kommt ein bisschen Concealer. Und dann nehme ich den Maybelline Fit Me Concealer und gebe den einmal auf die Stellen in meinem Gesicht, die wirklich derbe dunkel sind oder irgendwie bläulich. Den mache ich mal vor der Foundation noch drauf, um diese groben Einzelheiten wirklich schon mal vor abzudecken. Also falls irgendwas in diesem Video hier ein bisschen verkackt ist, dann tut mir leid, ich muss mich mit dieser Kamera erstmal einfinden. Seht ihr einen guten Unterschied? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt habe ich mir ein bisschen Foundation ins Gesicht getropft, und zwar die NYX Total Control Drop Foundation. Dann conceale ich jetzt ganz normal die Stellen, die immer concealed werden, mit meinem Manhattan Wake Up Concealer in der Farbe 01 Naturell. So, jetzt sind wir fertig mit Concealer und jetzt setten wir ein wenig, und zwar mit dem Catrice Nude Illusion Loose Powder in Transparent. So, für die Augenbrauen, die mache ich heute mal nicht ganz normal, sondern ich mache die so ein bisschen rosa-stichig. Aber auf jeden Fall fange ich trotzdem als Grundlage an mit der NYX Tame & Frame Eyebrow Tinted Brow Pomade in der Farbe 02 Chocolate. Ich nehme von Essence einen Long Lasting Lip Liner in der Farbe 03 Yummy Berry. Damit fülle ich jetzt mal meine Augenbrauen aus. Dann nehmen wir jetzt mal ein relativ nudiges, mattes Blush, und zwar das von NYX in der Farbe 11 Amber. Und setten damit quasi die Augenbrauen, beziehungsweise mattieren die ab. So, und hier vorne habe ich meine Augenbrauen mit dem Lip Liner nicht so wirklich bemalt, weil ich dann nämlich jetzt nur mit dem Blush drüber gehe. Und dann fadet das so ein bisschen aus. Gut, jetzt gehen wir mit einem flauschigen Pinsel über unser Gesicht und machen das restliche Puder, was noch da ist, weg.
So, jetzt konturieren wir ein klein wenig mit der NYX Konturpalette. Ich konturiere aber nur ganz, ganz leicht, weil das ja ein süßer, weicher, rosaner, süßer, romantischer Look werden soll. Ich gehe einfach mit diesen... mal in diese Farbe, weil die ist so die sanfteste Konturfarbe und damit konturiere ich mein Gesicht eigentlich immer. Und wir gehen wirklich schön hier so halbrund lang, fast bis zur Nase, dass es aussieht, als hätten wir so kleine Apfelbäckchen. Seht ihr den Unterschied? Mit dieser schlechten Qualität von der anderen Kamera hat es irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht, Videos zu drehen. Beziehungsweise zu schneiden, weil ich dann gesehen habe, dass es eh scheiße aussieht. Dass es sich eh niemand anguckt wegen der Quali, aber ich hoffe, dass jetzt wieder mehr von euch einschalten. Hier oben ganz leicht. Was auch cool ist, wenn man so deine Nase nochmal konturiert und dann hier aber so ein bisschen drüber geht. Das lässt dann irgendwie wie hier so eine Einbuchtung wirken und das sieht dann so ein bisschen aus, als hätte man eine Stupsnase, die ich nicht habe. Ich habe einen Tadeus Kartoffelklumpen im Gesicht hängen und deswegen nutze ich jede Gelegenheit, um eine Stupsnase zu haben. Okay, jetzt nehme ich diesen Pinsel. Das ist aus dem Beach Cosmetics Pink Perfection Set. Die Nummer 1. Gehe damit in diesen Ton hier und mach die Hellstellen hell, die hell sein sollen. Ich hoffe, der Ton ist auch gut. Ich muss mir noch ein Mikrofon kaufen. Ich habe gerade kein Geld mehr. So, jetzt ist Blush an der Reihe und wir werden heute viel mit Blush arbeiten. Sehr viel. Ich denke mal von dem... Blusher Powder Blush nehmen wir jetzt ein wenig von dieser korallorangenen Hälfte und geben das hier so ein bisschen rund auf die Wangen. Und dann gehen wir hier noch so ein bisschen über die Nase. Ja, dieses ganze Nase konturiert eigentlich ganz toll, ich bin Arsch, aber egal. So, und jetzt nehmen wir das Defining Blush von Catrice. Und jetzt gehen wir hier lang und über die Stirn ein wenig, aber nur ganz leicht. Jetzt ist Highlighter an der Reihe. Als Grundlagen-Highlighter nehmen für die Wangenknochen nehmen wir aus der Cleopatra's Kiss Palette von Sleek die Farbe Goldness. Und da wir auch noch ein bisschen was Goldenes brauchen, nehmen wir jetzt den Mary Luminizer von The Balm, mein Lieblingshighlighter. So, ich würde sagen, kommen wir jetzt zum Augen-Make-up. Da weiß ich wirklich gerade noch gar nicht so wirklich, was wir machen. Jedenfalls benutzen wir da die Huda Beauty Desert Dusk Palette. Gesundheit. Meine Katze hat genossen. Genießt. Ich mache mir erst meine Base. Gehe in Desert Sand. Wir gehen in Royal und geben die über unsere Lidfalte als Transition Color. Wir gehen in Turkish Delight und geben das auf die Mitte unseres Lides. So, jetzt nehme ich mir die Nummer 6 von BH Cosmetics und gehe in Out, um meinen äußeren Lidwinkel ein wenig zu verdunkeln. Das war's schon und man hat auch direkt Fallout. Fallout through the Fallout, baby. When we drop the bomb. So, jetzt machen wir eine Cut Crease mit dem Manhattan Make-up Concealer, den ich vorhin schon benutzt habe. Und jetzt nehmen wir uns Angelic. Und das geben wir jetzt direkt da, wo wir den Concealer drauf gemacht haben. Ich glaube, jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen Nefertiti in den Augeninnenwinkel geben. Und gehen mit Royal unter den unteren Wimpernkranz. Wir nehmen uns jetzt den White Liquid Liner von NYX und ziehen uns jetzt einen doppelten Eyeliner. So, jetzt sehen wir erstmal wunderschön aus. Jetzt tuschen wir uns erstmal die Wimpern und zwar nehme ich dafür die Catrice Glam & Doll Mascara. Und jetzt kleben wir noch Wimpern dran. Ich habe hier die Red Cherry LE11. So, ich hatte die mir mal zugeschnitten, deswegen habe ich jetzt hier noch zwei kleine Enden von den Wimpern und die mache ich jetzt unten an den Außenwinkel. Jetzt gehe ich mit meinem Essence Augenbrauenstift über mein Gesicht, um mir ein paar Sommersprossen zu machen.
Mein Freund ist mittlerweile auch angekommen, also wenn irgendjemand dazwischen quatscht, wundert euch nicht. Und die habe ich mir jetzt eine Skizze gemacht, dass ich auf einige von denen ein bisschen Wimperkleber drauf mache. Und dann gehen wir wieder in die Huda Beauty Palette und nehmen uns den Ton Cosmo, weil das ist ja so ein übertrieben gepresstes Glitzer. Und das nehmen wir dann einfach mal als, wie heißt es, Sommersprossen. Und zu guter Letzt mache ich jetzt noch die Lippen. Und zwar soll es so ein weicher Verlauf werden. Dafür nehme ich erstmal von Essence den Matt 04. Ist halt so ein echt kirschpinker Lippenstift. Und den gebe ich nur in die Mitte meiner Lippen. Und jetzt habe ich hier noch von Yves Rocher so einen Lippenbalm mit Himbeer. Und den gebe ich jetzt drüber. Ich probiere das mal ein bisschen zu verblenden. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch so gefällt, das Make-up bzw. die neue Qualität. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr abonniert und immer mit dabei seid. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen, wenn ihr das Video teilt. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.